Hey, schön, dass du dich verklickt hast. In diesem Video geht es um das Xiaomi 14T. Und ich muss sagen, es hat mich positiv überrascht. Die T-Serie ist immer ein kleiner Zwischenschritt zwischen den großen Versionsnummern. Also in diesem Fall zwischen dem 14er und dem 15er. Und hier haben wir schon ein paar wirklich coole Features und das noch zu einem vernünftigen Preis. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, schauen uns das Smartphone von außen an, gehen dann nach innen und dann am Ende des Videos wisst ihr hoffentlich, ob sich das Xiaomi 14T sich für euch lohnt. Ich habe hier im Test die Farbe Titan Blue. Lasst euch aber nicht durch den Namen irritieren, hier ist kein Titan verbaut. Laut Datenblatt gibt es hier Aluminium, allerdings muss ich sagen, der Rahmen ist aus Kunststoff. Es gibt auch keine Antennenbänder und man merkt es auch, das ist nicht kühl, wenn man das Ganze anfasst. Auf der Rückseite haben wir aber Glas, Front auch und es ist ein super flaches Design. Das heißt, wir haben wirklich einen 90-Grad-Winkel zwischen Rahmen und Rückseite und genauso auf der Front. Das Display ist mit 6,67 Zoll schön groß und hat super minimalistische Rahmen. Das sieht richtig klasse und modern aus. Außerdem ist auch ein Screen Protector vorinstalliert. Das interessiert ja viele von euch. Also die Frage direkt mal an der Stelle beantwortet. Ja, ist vorhanden. Ansonsten, wenn wir uns das Äußere noch ein bisschen anschauen, der Kamerabumper ist überschaubar. Ich würde sagen, es ist ein typisches Xiaomi-Design. Das kennen wir jetzt schon von den vorherigen Smartphones. Ich finde es nicht aufdringlich, ich finde es jetzt aber auch nicht besonders schick. Aber das ist immer persönlicher Geschmack. Wir haben hier auch wieder einen Infrarotblaster verbaut. Wir haben Dual-Lautsprecher, die vernünftig klingen. Wir haben einen USB-C-Anschluss auf der Unterseite. Und der Power-Button ist ein bisschen geriffelt. Das lässt sich dann immer sehr gut erfüllen. Ansonsten ist es designtechnisch, wie gesagt, jetzt kein Aufreger. Dann kommen wir zurück zum Display. Wir haben hier wirklich ein hervorragendes Display. Es hat eine 1,5K-Auflösung, wird bis zu 4000 Nits hell und 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Also von den technischen Daten wirklich sehr, sehr überzeugend, aber auch in der Handhabung. Das sieht richtig klasse aus. Wie gesagt, ich finde das beeindruckend, wie minimalistisch die Rahmen sind. Und das für ein Smartphone, dann können wir direkt mal über den Preis sprechen, für rund 650 Euro. Dafür bekommt ihr 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Ihr könnt das Ganze dann nochmal um 50 Euro upgraden, dann bekommt ihr 512 GB internen Speicher. Im Early Bird könnt ihr übrigens genau diese 50 Euro sparen und bekommt trotzdem die große Speichervariante. So viel schon mal ganz kurz zu den Preisen. Wie gesagt, Display wirklich richtig, richtig klasse. Und was beim Display immer richtig gut passt, ist natürlich der Blick auch auf die Software. Wir haben hier HyperOS drauf, HyperOS 1.0.4. Das ist gleich noch ein kleines Problem, darüber spreche ich gleich noch. Das basiert aktuell noch auf Android 14. Google hat ja auch Android 15 tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe mal, dass Xiaomi dann aber, sobald das da ist, das auch machen wird. Denn wir bekommen hier 4 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das mag nicht ganz auf dem Niveau von Samsung oder Google sein, aber sind wir mal realistisch, wer benutzt sein Smartphone mehr als 4 Jahre? Daher finde ich das tatsächlich ein gutes Paket und man hat halt auch 5 Jahre noch Sicherheitsupdates. Also zur Software HyperOS. Einige lieben es, andere hassen es. Ich bin da relativ neutral. Ich muss sagen, es ist eine klasse Oberfläche. Man kann sie super anpassen. Man hat viele sehr, sehr nützliche Features eingebaut. Xiaomi hat auch noch weitere Features versprochen. Das Problem ist, dass vor dem Release, wo ich netterweise das Smartphone jetzt schon testen darf, einige Features fehlen, und zwar die ganzen KI-Features. Die kommen erst raus in dem Moment, wo ihr dieses Video seht. Das heißt, ich muss die KI-Features nochmal extra testen, deswegen auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr das Video dazu nicht verpasst. Aber auch Xiaomi wird KI-Features bringen und sie machen es damit eigentlich wie die anderen großen Player. Sie kündigen das alles schon mal an, liefern es aber erst tatsächlich nach Release des Smartphones. Ich habe ja schon etwas zum internen Speicher gesagt. Also Minimum sind 256 GB. Ihr bekommt immer 12 GB Arbeitsspeicher. Im Xiaomi 14T bekommt ihr dazu ein MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Und der performt wirklich gut. Es ist jetzt kein absoluter High-End-Prozessor, aber Preis-Leistung stimmt ja absolut. Und ich würde behaupten, dass für die meisten Anwendungen es überhaupt gar kein Problem ist. Wenn ihr es wirklich auf die Spitze treibt, dann die eventuell eher zur Pro-Variante vom Xiaomi 14T wechseln müssen. Aber trotz alledem, ich würde behaupten, für 90-95% der Personen da draußen reicht das leistungstechnisch völlig aus. Ich hatte damit wirklich gar keine Probleme im Testzeitraum. Dieser Chip von MediaTek bringt auch eine gute Konnektivität mit. Ihr habt hier Dual 5G, ihr habt Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 und NFC. Also alles, was man braucht und tatsächlich sogar zukunftssicher. Also auch von der Warte her passt das alles. Dann sprechen wir mal über den Akku, bevor wir uns die Kameras anschauen. Wir haben hier einen 5000 mAh großen Akku verbaut, den wir mit 67 Watt kabelgebunden schnell laden können. Das ist klasse. Kabelloses Laden ist beim Xiaomi 14T nicht mit dabei. Beim Pro allerdings ist das schon der Fall und das finde ich richtig klasse, weil es in der T-Serie bisher gar nicht der Fall war. Aber wenn ihr jetzt zum Xiaomi 14T greift, habt ihr trotzdem nur kabelgebundenes Laden. Trotzdem mit 67 Watt seid ihr sehr schnell unterwegs. Eine Besonderheit ist, dass diesmal
kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Jetzt möchten bestimmt viele aufschreien, warum macht Xiaomi das jetzt auch? Genauso wie Samsung, Google, Apple. Ja, auch bei Xiaomi ist das Netzteil jetzt nicht mehr im Lieferumfang enthalten, obwohl die Kiste relativ dick ist. Ich war auch überrascht. Aber ihr könnt für 99 Cent ein passendes Netzteil dazu bekommen. Also das heißt, wenn ihr das Xiaomi 14T bestellt, könnt ihr anhaken, ich möchte bitte ein Netzteil dazu haben, zahlt 99 Cent mehr und bekommt ein 67 Watt Netzteil. Und das finde ich völlig fair und total in Ordnung. Dann kann man nämlich wirklich einfach entscheiden, habe ich ein passendes Netzteil, dann brauche ich es nicht extra, oder ich brauche es, dann kann ich es für 1 Euro dazu bestellen. Ich hatte ja schon was zu den Preisen gesagt. Wie gesagt, es fängt bei 650 Euro an. Und wenn ihr bis zum 11. Oktober bestellt, bekommt ihr für diese 650 Euro auch die größere Speichervariante mit der 512 GB. Ihr bekommt aber sogar noch das Redmi Pad Pro mit dazu. Das gibt es kostenlos zu jedem Xiaomi 14T, was ihr bis zum 11. Oktober bestellt. Und wie gesagt, ihr könnt auch ein Netzteil problemlos mit dazu bestellen. Also vom Preis-Leistungspaket her ist das schon mal richtig beeindruckend. Aber um die Preis-Leistung richtig beurteilen zu können, ist natürlich auch ein Blick auf die Kameras wichtig. Und hier haben wir ein gutes 3-Kamera-Setup auf der Rückseite und eine Selfie-Kamera. Wir haben hier eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem Sony-Sensor, wir haben eine 50-Megapixel-Telekamera und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Selfie-Kamera ist übrigens eine 32-Megapixel-Kamera. Und die Fotos sehen wirklich gut aus. Es gibt kleine Lichtunterschiede zwischen der Ultraweit und der Hauptkamera. Da ist einfach die Hauptkamera ein bisschen heller. Die Ultraweit ist ein kleines bisschen dunkler. Bei der Zoom-Kamera fällt das nicht auf. Da ist das tatsächlich farbtechnisch und auch helligkeitstechnisch sehr vergleichbar mit der Hauptkamera. Grundsätzlich möchte ich wirklich sagen, die Fotos sehen klasse aus. Man kann damit eine schöne Bandbreite von Ultraweit bis zu einem starken Zoom abdecken. Das sieht alles wirklich vernünftig aus. Dynamikumfang ist gut, Schärfe ist gut, Farben gefallen mir. Und ihr habt natürlich wieder diese Leica-Einstellung, sodass ihr ein bisschen lebendigere Farben wählen könnt oder ein bisschen reduzierte Farben, je nachdem, wie ihr es möchtet. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass bei Porträtaufnahmen der Cutout und das Aufhellen sehr, sehr aggressiv sein können. Ist nicht bei jedem Foto so, hängt scheinbar von den Lichtbedingungen ab. Aber manchmal ist das wirklich sehr, sehr aggressiv, wie die Person im Bild aufgehellt wird und wie stark dann auch der Cutout sichtbar ist. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Muss ich sagen, hat Xiaomi teilweise in der Vergangenheit besser gemacht. Aber an der Stelle muss ich auch nochmal ganz klar sagen, die finale Software kommt erst an dem Tag raus, wo ihr auch dieses Video seht. Es kann also sein, dass sich das nochmal ein bisschen verbessert und dass das jetzt eher durch die Vorabversion der Software, die ich hier drauf habe, bedingt ist. Was die Selfie-Kamera angeht, da habe ich nichts zu meckern. Egal jetzt, ob Porträteffekt oder nicht Porträteffekt, das sieht wirklich gut aus. Farben, Helligkeit. Ich glaube, bei der Selfie-Kamera sind sie von der Software auf jeden Fall schon fertig. Bei den rückseitigen Kameras, glaube ich, kann man es noch ein bisschen tweaken. Ach, und was die Videos angeht, muss ich ehrlich gestehen, war ich jetzt von meinen Testaufnahmen nicht so richtig begeistert. Der Dynamikumfang ist nicht so klasse. Trotz alledem kann man damit auch gute Videos schießen in 4K. Aber ich glaube, dieses Smartphone ist nicht unbedingt für Video-Creator gedacht, sondern eher, wenn man damit Fotos machen möchte. Das ist wirklich gut. Videos finde ich ein bisschen zu schwach. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Xiaomi 14T hat mich wirklich positiv überrascht. Das Display ist richtig, richtig klasse. Das ist ein absolutes Aushängeschild, muss ich sagen, für dieses Smartphone. Ist für diese Preisklasse unglaublich gut, was man da bekommt. Performance ist wirklich auch hervorragend für diese Preisklasse. Wie gesagt, 650 Euro. Klar gibt es Smartphones, die noch stärker sind, aber für die meisten reicht das völlig aus. Und die Akkulaufzeit ist wirklich richtig, richtig gut. Ich schaffe damit problemlos einen ganzen Tag. Also auch mit 6 Stunden, 7 Stunden Screen-on-Time hatte ich tatsächlich immer noch genug Saft am Ende des Tages im Akku. Ich lade täglich auf, deswegen 2 Tage würde ich mich damit nicht trauen, aber 1 Tag, da könnt ihr richtig intensiv Fotos, Videos machen, das Smartphone viel benutzen und ihr kommt trotzdem problemlos durch den Tag. Es ist insgesamt wirklich ein sehr, sehr gelungenes Paket. Ich hätte mir, wenn ich jetzt noch was wünschen dürfte, natürlich gesagt, ich hätte auch hier schon gerne kabelloses Laden gehabt, genauso wie im Xiaomi 14T Pro. Aber mit dem Kompromiss, glaube ich, kann man leben. Jetzt ist halt einfach noch die Frage, was macht das Software-Update? Verbessert es die Kameras und wie gut sind die KI-Features? Wie gesagt, auf die will ich hier auch gar nicht weiter eingehen, weil sie sind noch nicht da. Ich kann sie nicht testen, brauche ich euch nicht erzählen, was Xiaomi verspricht. Das mache ich dann in einem extra Video, wenn es dann da ist. Und dann können wir das nochmal beurteilen. Dann werde ich auch nochmal einen Blick auf die Kameras werfen, ob dann Videos und Porträteffekt zum Beispiel besser geworden sind. Und damit ihr das nicht verpasst, seid so lieb, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch beim nächsten Mal wieder verklickt. Natürlich möchte ich auch gerne, dass ihr mir jetzt eure aktuelle Meinung auch schon zum Xiaomi 14T in die Kommentare schreibt. Wir können uns da ein bisschen austauschen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.